So, ich bin jetzt gerade unterwegs nach Oberhausen zum TÜV Nord. Dort werde ich schon mal ein paar Eintragungen machen lassen, damit ich auch für den Wörthersee gerüstet bin, dass da keine Komplikationen auftauchen. Die Eintragungen, die ich jetzt lassen machen möchte, sind Fahrwerk, Felgen, Flügeltüren, Auspuff, Bodypaket und ich hoffe, wir bekommen keine Komplikationen, aber ich habe da ein gutes Gefühl. Die Route wird berechnet. Die zurückliegenden Wochen waren für Nancy sehr abwechslungsreich. Einige Umbaumaßnahmen sind erfolgt, einige stehen noch an. Der Besuch beim TÜV Nord ist notwendig und verschafft Nancy Sicherheit für das Projekt. Wenn ich irgendwann einmal mit meinen Umbaumaßnahmen so weit bin, wie jetzt das Nancy ist, dann sollte ich aber schon im Vorfeld den Schritt getan haben und schon mal zu meinem Mann des Vertrauens gehen beim TÜV und mich schon im Vorfeld mit ihm darüber unterhalten, was ich vorhab. Schon mal diverse Papiere, die ich vielleicht habe, schon mal vorzeige und sage, guck mal, die und die Kombination, die möchte ich machen. Nancy ist bestens vorbereitet und stolz über den zwischenzeitlichen Look des Roccos. Die ersten Reaktionen waren überaus positiv. Allein durch die Farbe, die ja doch schon stark polarisiert doch, und sich von der Menge von Schwarz-Weiß definitiv abhebt. Und das ganze Erscheinungsbild vom Scirocco selber ist natürlich sehr sportlich, werden jetzt durch die einzelnen Modifizierungen nochmal verstärkt. Und ich mache da wieder so ein kleines Kunststück draus, wo ich einfach denke, dass es so nicht nochmal als zweites Auto gibt. Entspannt bekommt der Rocco seinen rundum sorglos Checkup, denn der TÜV Nord hat auch in Sachen Tuningmaßnahmen und Fahrzeugumbauten langjährige Erfahrung. Probleme dürfte es eigentlich bei fast jedem Anbauteil geben, wenn man irgendwo einen Fehler macht. Das geht bei den Räderreifen los, dass sie irgendwo rausstehen, Radabdeckung nicht da ist, dass sie irgendwo schleifen, eine kleine Kante reinsteht, weil ein Kunststoff im Kotflügel nach unten drückt. Fahrwerk genauso, dass ich Mindesthöhen nicht einhalte. Wie gesagt, das Feld ist so groß, dass man auch bei so einer Lappalie wie einer Schalldämpferanlage, die Nancy drunter hat, wo man die falsch einbaut, trotz einer Betriebserlaubnis, die sie selber hat, ne, dass der dann so tief kommt, dass er wieder, sag mal, fast nicht fahrbar ist oder nicht bequem fahrbar ist. Weil selbst wenn ich so ein Auto habe, schön aufgemotzt, will ich ja trotzdem mitfahren können. Auch mal irgendwo etwas schneller um die Kurve, wo eine kleine Bodenwelle drin ist, ohne gleich überall aufzusetzen, aufzuschlagen, mir alles kaputt zu machen. Ein guter Tipp? Bevor der Traum vom individuellen Autoumbau beginnt, lohnt sich ein beratendes Gespräch bei Ihrer TÜV Nordstation. Alle Eintragungen habe ich erfolgreich überstanden. Jetzt fahre ich so sicher und vor allen Dingen zufrieden weiter zu der Firma CFC, wo der Scirocco seine Volllührung bekommen wird.